Ein berühmter DDR-Schriftsteller. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir hier eine interessante Geschichte finden werden. Berlin-Prenzlauer Berg. Die Erich-Weinert-Straße führt durch ein idyllisches Wohnviertel. Uns fällt ein Auto mit für Berlin ungewöhnlichem Nummernschild auf. ROW. Was ist das für ein Kennzeichen? ROW? ROW gehört zu Rothenburg-Wümme. Ja. Zum Landkreis Niedersachsen. Ja. Und ja, wir machen hier Urlaub ein paar Tage in Berlin. Wir kommen aus Barchel, ein ganz kleines Kuhdorf in Niedersachsen. Also ich bin Oma Hanni. Ich bin Annika Vreden. Und meine zwei Kinder, Alia und Paul Tammo. Alia ist 5 und Paul ist 2. Die Familie ist mit Oma Hanni hier, um die dramatische Liebesgeschichte ihres Lebens zu hören. Sie spielt natürlich in Berlin. Da würden wir gerne dabei sein. Wollen wir die mal mitnehmen? Okay. Das Fernsehteam? Alia? Ja! Na, dann machen wir das. Okay. Ja, 14 Uhr wieder hier sein. Was aussieht wie eine Sightseeing-Tour, ist eine Reise in Oma Hannis Vergangenheit. Sie schwelgt in Erinnerungen. Hier konnte man schön bummeln gehen, schöne Gaststätten, wo man sich hinsetzen konnte. Das hat uns schon gefallen. Hier gab es auch einen guten Exquisitladen, wo man gute Schuhe kaufen konnte. Waren zwar sehr teuer, aber das hat man sich dann doch ein-, zweimal im Jahr gegönnt. Hier im Osten Berlins traf sich Oma Hanni zu Beginn der 80er Jahre zum Rendezvous mit Opa Manfred. Auf die romantische Erinnerungstour kann Opa leider nicht mit, denn einer muss ja zu Hause den Garten pflegen. Er bekommt dafür ein Foto aus Berlin. Tochter Annika und Enkelin Alia machen sich einen Spaß mit den Souvenirs aus DDR-Zeiten. Haben Sie denn gute oder schlechte Erinnerungen an die DDR? Mittelmäßig, möchte ich mal sagen. Gute, weil ich eigentlich auch einen sehr guten Freundeskreis hatte. Ich hatte sehr gute Freundin, ich war im Karnevalsclub, das war auch eine gute Gemeinschaft. Und ich kann immer nur wiederholen, ich hatte auch ein gutes Arbeitsverhältnis. Glauben Sie denn, die Freunde waren alle gut oder gab es auch Enttäuschungen? Das ist natürlich die Frage, ob sie auch mit der Bespitzelung was zu tun haben, das weiß ich nicht. Meinen Sie denn, Sie sind bespitzelt worden? Das glaube ich schon. Allerdings erst von dem Zeitpunkt aus, nachdem ich den Antrag zur Ausreise gestellte, weil ich nur wusste, das ist was Ernstes, das wird was. Das wird was, damit ist Opa Manfred gemeint. Denn Hannis große Liebe war der Klassenfeind. Opa Manfred kam aus dem Westen, aus Bremervörde. Dass Hanni und Manfred sich überhaupt trafen, ein Zufall wie aus dem Liebesroman. Am 11.11.79 fährt der damals 38-jährige Manfred zu einer Karnevalsfeier in die DDR nach Dessau und trifft dort die gleichaltrige Hannelore, genannt Hanni. Man hat zusammen getanzt, wie man, wenn man jung ist, in Anführungsstrichen, sich halt so kennenlernt. Da wird ein bisschen erzählt und ich meine, er war gut gekleidet. Ich dachte, na, wo kommt er dann her? Ne? Und das hat eins das andere ergeben. So, dann ist er irgendwann wieder nach Hause gefahren und dann hat er mich von da an täglich angerufen. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und dann haben wir uns nachher, ich müsste jetzt auch lügen, aber 6-7 Wochen später, dann immer im Abstand von 4 Wochen hier in Berlin getroffen. Deshalb verbindet Berlin auch so ein bisschen. Er konnte dann von West-Berlin rüberkommen mit einem Tagesaufenthalt, anders ging das nicht. Musste 24 Uhr dann wieder rüber. Ich in mein Hotelzimmer und früh um 8 konnte er wiederkommen. Dann haben wir noch den Sonntag gemeinsam verbracht, er wieder nach Hause, ich wieder nach Dessau zurück. Und so ging das einige Zeit. Und da hatte ich schon, das heißt, ich hatte nicht das Gefühl, aber in meiner Akte habe ich dann später auch gelesen, dass immer 3 Leute aus Dessau mitfuhren. 3 Leute von der Stasi im Schlepptau. Romantik unter Beobachtung. Hanni möchte endlich in den Westen. Da ich ja nun schon relativ alt war, ja, dann werden wir uns auch für einen Kinderwunsch entscheiden. Das war dann auch so. Dann wurde ich schwanger. Und vor der Schwangerschaft allerdings habe ich noch meinen Antrag zur Ausreise gestellt. Ja, der wurde dann mehrmals abgelehnt. Eine Nervenprobe für Hanni. Doch die Verkäuferin findet Rückhalt bei ihren Kollegen im Schreibwarenladen, bei Freunden und Familie. Doch auf Manfred muss sie verzichten. Der durfte dann nicht mehr kommen, hat also seine Tochter das erste Mal gesehen, als sie 8 Monate alt war, als wir ausreisen durften. Fernsehturm und Weltzeituhr.
Auch das Hotel, in dem sie den Opa traf, zeigt Oma Hanni ihrer Tochter und den Enkeln. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Für die Jungen eine Geschichte aus einer anderen Zeit. Man kann es sich nicht richtig vorstellen, aber ich finde es schon sehr erschreckend und bekomme eine Gänsehaut. Mhm. Hätten Sie das auch gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Für Oma Hanni war der Weg in den Westen zu Manfred die wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Und die beste, sagt sie.